Hallo zusammen, ich bin's, der Dirk von Hein und Barbecue. Und ich hab ihn mitgenommen, den Spieß. Denn heute bin ich in Meerbusch. Und hier gibt es eine Tiersorte, die noch kein einziger Grillkanal in Deutschland auf dem Spieß hatte. Und ich will mal schauen, ob ich das Vieh nicht fangen kann. Jetzt bin ich die ganze weite Strecke hier gefahren. Ja, und stehe hier auf dem Parkplatz und jetzt zeige ich euch mal was. So, guck mal hier. Ja, ohne Scheiß. Hier, der Zugang zum See ist gesperrt. Eine Schlange der Gattung gelbe Anaconda befindet sich im Gewässer. Die große Frage ist aber allerdings, ist da überhaupt eine gelbe Anaconda? Ja, oder handelt es sich um so ein Phänomen wie bei Loch Ness, ne? Das weiß man ja nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einfach reingehen soll. Keine Ahnung. So, ich bin definitiv nicht der Einzige, der diese Anaconda fangen will. Ja, vor mir noch ein kleiner Junge, ja, mit seiner Mutter. Die wollen auch unbedingt die Anaconda sehen. Komm, wir gehen einfach mal gucken. Hat keiner gesehen, dass ich da reingegangen bin. So, jetzt befinden wir uns am Gewässer. Wir sind ganz leise. Ja, und ich schaue einfach mal, ob ich die Schlange eventuell sehe. Ja, hier ist aber nichts Gelbes. Ja. Und wir gucken mal, ne? Weit und breit keine einzige Schlange. Nee, hier ist weit und breit keine einzige Schlange. Wenn ich die jetzt auf dem Video habe, ne, dann wäre das. Aber hier ist nichts zu sehen. Hier auch nicht. Keine Schlange weit und breit. Also meine Vermutung ist ja, ne, dass es sich bei der Schlange ja nicht um eine Schlange handelt. Ich vermute einfach mal, das ist vielleicht so eine verloren gegangene gelbe Schwimmnudel. Ja? Oder ein illegal entsorgter gelber Gartenschlauch. Also, Schlange ist nicht, es gibt heute nichts, was ihr auf dem Spieß packen kann, ja? Ja, was soll ich sagen? Leider gibt es kein Video von gegrillter Schlange. Habe ich Pech gehabt. Ich wollte euch beglücken mit einem richtig geilen Rezept, ne? Wieder nichts hier geworden. Das war's für heute. Tschüss, euer Dirk von Hein und Barbecue. Nee, noch nicht tschüss, ne? Mir ist gerade noch eine dritte Option eingefallen, ne? Vielleicht existiert die gelbe Anaconda ja tatsächlich. Ja, ist doch möglich. Und die ist aber schon längst gefangen worden. Hier ganz in der Nähe ist ja der Steaklieferant, ne? Nicht, dass die hier fangen haben und nächste Woche da kannst du da Schlange kaufen, ne? Ich werde das im Auge behalten.